Hallo meine lieben Skorpione und herzlich willkommen zu eurer Oktoberlegung. Ja, meine Lieben, ich möchte gerne mal schauen, was der Oktober für euch so in petto hält. Sagt man das so? Ich glaube ja. In petto hat. Ihr wisst, was ich meine. Und dafür habe ich mir aus meinen Weisheitskarten für Lebensentscheidungen schon mal eine Karte für euch rausspringen lassen. Und die Karte, die hier für euch rausfiel, ist die Weggabelung. Interessant ist auch, dass die Weggabelung eine 13 ist und 13 ist im Tarot der Tod und das ist eure Karte. Und ich habe das Gefühl, ne, hier steht so ein Lama vor so einem Wegweiser und ich habe das Gefühl, dass ihr im Oktober möglicherweise vor eine Entscheidung gestellt werdet. Was das für eine Entscheidung ist, schauen wir jetzt gleich mit den Tarotkarten nach, meine lieben Skorpione. Was aber wirklich wichtig ist, ist, dass du dich in dieser Legung wiederfindest. Das heißt, dass du, dass du dich angesprochen fühlst, dass du dich in dieser Energie wiederfindest. Und wenn das nicht der Fall ist, meine lieben Skorpione, dann schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu einem anderen Sternzeichen, wenn du dich dazugehörig fühlst. Vielleicht ist da dann eine Botschaft für dich enthalten, die auf deine Situation besser passt. Ich mache das hier, weil ich euch gerne unterstützen möchte, weil ich euch gerne begleiten möchte, irgendwelche Situationen klarer zu erkennen oder die Botschaften eurer Seele zu entschlüsseln. Und wenn du in meinen Legungen keine Hilfestellung findest, dann ist die Botschaft für einen anderen Skorpion bestimmt. So, meine Lieben, ich weiß nicht, was das in der letzten Zeit ist, dass ich im Intro irgendwie vergesse zu schnaufen. Keine Ahnung, was da los ist, meine Lieben. Wir schauen jetzt mal. Ich möchte als erstes gerne mal wissen, was die Weggabelung hier bedeutet für meine Skorpione. Die neuen Kelche. Die Kraft, das Ass der Münzen. Okay, interessant. Beziehungsweise ich möchte das anders hinlegen, dass man das mit der Weggabelung noch lesen kann. Möglicherweise musst du hier eine mutige Entscheidung treffen, etwas zu tun, was dich glücklich macht oder möglicherweise kommt auch hier mit dem Ass der Münzen eine Chance und du musst dich entscheiden, ob du diesen Weg mitgehst, ob du diesen Weg gehst, der dir da gezeigt wird. Kann eine berufliche Chance sein, kann eine feste Partnerschaft sein. Ich glaube, mit den neuen Kelchen, es ist tatsächlich etwas, was du dir wünschst oder ne, wo du dir versprichst, dass das was Gutes ist, dass sich das glücklich macht, aber irgendwie kostet es dich auch Überwindung oder es kostet dich Mut oder es ist eine mutige Entscheidung, die du hier treffen musst. Kann theoretisch auch mit der Kraft, das ist Löwe-Energie, irgendwie sein, dass du irgendein Projekt verwirklichst. Wir schauen jetzt mal weiter. Das Ass der Münzen, oh, die Liebenden, okay. Interessant, interessant. Das Ass der Münzen legen wir raus. In welcher Energie befinden sich meine Skorpione? Vielleicht wirklich musst du etwas tun, was dich glücklich macht, aber was du, ne, der Mann auf den neuen Kelchen, der ist irgendwie so im Alleingang unterwegs, ne, was, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine egoistische Entscheidung ist, aber für dich definitiv die richtige mit dem Stern. Der Stern als auch die neuen Kelche sprechen von Wunscherfüllung, aber ich habe auch wirklich das Gefühl, es geht so ein bisschen darum, etwas zu verwirklichen. Was ist die Situation? Die fünf Stäbe. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass andere ein Problem damit hätten.
mit dem, was du hier machen sollst, oder ne? Mit der Entscheidung, vor die du gestellt wirst, ist für dich die richtige Entscheidung, aber ich glaube, dass andere irgendwie Einwände hätten oder dass es hier definitiv darum geht, dass durch deine Entscheidung oder durch den Weg, den du da gehst, irgendwelche Konflikte entstehen. Ich hätte gerne noch eine Karte zu den fünf stehen. Ich glaube nicht, dass es dein Konflikt ist. Ich glaube tatsächlich, es ist ein bisschen ein gesunder Egoismus, den ich hier sehe, meine Lieben. Die fünf Schwerter. Vielleicht versuchen andere, dich von dieser Idee abzubringen oder nicht, dich von deinem Weg abzuhalten und du zögerst dann und denkst, ah, vielleicht sollte ich das doch nicht tun. Also die fünf Schwerter, das ist so eine manipulative Energie und ich habe irgendwie das Gefühl, du musst so ein bisschen dein Ding durchziehen im Oktober. In welcher Hinsicht weiß ich noch nicht so genau. Die zehn Kelche ist die zehn Kelche an der Unterseite des Decks, also es kann schon irgendwas mit Beziehungsdynamiken zu tun haben. Was ist diese Situation? Ich weiß noch nicht so genau, was diese Situation ist. Der Page der Stäbe. Ja, und die 10 Stäbe. Interessant. Okay, meine lieben Skorpione, ich sehe tatsächlich keine klare Situation. Ich sehe aber, dass du in einem Umfeld dich befindest oder dass das hier im Oktober passieren könnte, dass dir klar wird, na, für mich muss es irgendwo an einen neuen Punkt gehen. Der Page der Stäbe ist für mich immer Beginner Mind. Ich glaube, dass dir bewusst wird, in welchen Situationen oder aus welchen Situationen du dich herausziehen musst, wo, ich sage jetzt mal, wo Beteiligte oder wirklich auch einfach dein Umfeld dir da eher in die Quere kommen, als dich wirklich zu unterstützen. Und das, was ich mit den neuen Kelchen und dem Pagen der Stäbe wahrgenommen habe, ist, dass ich glaube, dass du den Weg irgendwie alleine gehen musst oder dass du da irgendwie auf dich gestellt bist und möglicherweise nicht so viel Hilfe von außen erwarten kannst. Ich hätte gerne noch eine Zusatzbotschaft. Ich würde gerne ein bisschen klarer wissen, was das hier für eine Situation ist. Weil die 10 Stäbe sagen mir definitiv, ne, die Situation wird immer belastender. Oder ne, du merkst einfach, okay, da muss ich raus. Das ist irgendwie nur Stress und Ärger. Und die Leute sagen mir die ganze Zeit, was ich nicht kann oder was ich nicht machen soll. Aber für mich fühlt sich das stimmig an. 8 Stäbe, der Gehängte. Und der Herrscher an der Unterseite des Decks. Also, meine lieben Skorpione, ich glaube wirklich, ihr solltet tun, was euch da in den Sinn kommt. Ich weiß es noch nicht. Also, ich nehme dich in der Herrscherenergie wahr, egal ob du Mann oder Frau bist. Ich nehme dich wahr als derjenige, der das jetzt umsetzen soll, ne? Der Herrscher ist die männliche Energie des Aktivwerdens und dieses, ich trage die Verantwortung für mein Leben und ich treffe hier eigenverantwortliche Entscheidungen und ich tue jetzt das, was sich gut und richtig für mich anfühlt, auch wenn das irgendwie ein mutiger Schritt ist und auch wenn ich da möglicherweise erstmal alleine bin, aber ich möchte mir hier irgendwas erfüllen. Ich möchte, ne, ich Skorpion habe das Gefühl, dass das für mich der richtige Weg ist. Und ich lasse mich da von meinem Umfeld oder von den Konflikten oder was auch immer das ist, nicht abhalten. Möglicherweise wird dir auch bewusst, dass irgendwas in deinem Leben einfach sehr schwierig ist und dass der einzige Weg für dich der Weg da raus ist und ne, wirklich zu sagen, ich löse mich jetzt aus diesen Konflikten, ich löse mich aus dieser 5 Stäbe, 5 Schwerter-Energie. Aber ich sehe definitiv dich als den Herrscher, der im Oktober irgendwie dazu aufgerufen ist, sein Ding durchzuziehen oder ne, ja, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und das zu tun, was sich richtig anfühlt. Egal, was andere Leute davon halten und egal, wie andere deine Entscheidung finden oder ja, was auch immer da für Einwände auf dich zukommen könnten, meine lieben Skorpione.
Und so lasse ich das für den Moment hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte definitiv wissen, was sind diese Konflikte? Oder ne, was sind hier diese Meinungen? Möglicherweise geht es hier darum, dass dir ja, dass irgendwie viele Meinungen kursieren in deinem Leben und dir, ne, dass Menschen, die können sie ja möglicherweise gut meinen, die Menschen, aber dass sie dir sagen, ach, mach doch das und mach doch das. Ich würde gerne wissen, was sind hier diese Einflüsse. Dann möchte ich auch gerne wissen, wo geht es für dich hin? Ass der Münzen, der Stern, neun Kelche. Ich habe definitiv das Gefühl, dass du schon spürst, dass das für dich das Richtige ist und dass das für dich auch irgendwie einen Neuanfang bedeutet. Aber die Energie, die hier liegt, ne, also das Movement, diese Situation zu verlassen oder diese Veränderung herbeizuführen oder diesen Weg zu gehen, das liegt definitiv bei dir. Deswegen möchte ich gerne noch wissen, was könnte deine Herausforderung sein und was ist so die Situation? Das erschließt sich für mich noch nicht ganz. Genau. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für die Skorpione unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, ich glaube, dass du hier das tun musst, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Ich glaube, dass du hier der Herrscher sein musst, der sich durchsetzt, der sich nicht von außen, von Situationen manipulieren lässt oder abhalten lässt von seinem Weg, weil der Einzige, der weiß, was für dich richtig ist und der Einzige, der am Ende des Tages auch die Konsequenzen deiner Entscheidung trägt, bist du selbst. Und ich glaube, dass du hier im Oktober aufgerufen wirst, deinen Weg zu beschreiten oder diese Entscheidungen zu treffen oder was auch immer. I don't know. Ne? Die Situation zeigt sich für mich noch nicht klar. Nur, dass es hier nicht darum geht, was andere von dir erwarten und was möglicherweise das Richtige wäre für viele andere, sondern hier geht es wirklich nur darum, das zu tun, was das Richtige für dich ist, meine lieben Skorpione. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!